Die Bereitschaft der Veränderung, politischen Veränderung, hat eine Halbwertszeit von einem halben Jahr. Das heißt, wenn eine Stadt ein Zukunftsbild hat, Persönlichkeiten hat, die Ausbildung hat, öffentliche sozusagen Aufklärungsarbeit schon gehabt hat und dann entsteht eine solche Katastrophe, dann ist diese Katastrophe die Chance für die Veränderung. Und diese Veränderung muss sofort ergriffen werden, weil die Leute nur bereit sind, ihre Gewohnheiten zu verändern, wenn der Druck so groß ist, dass ein echtes Problem aufgetreten ist. Wie wollen wir die Welt gestalten, fragen wir angesichts einer Krise von pandemischen Ausmaßen, in denen die Corona-Pandemie eigentlich nur die letzte Krise ist, in einer Reihe von sich aufeinander türmenden Krisen. Klar ist, dass der Weg der Menschheit so nicht weitergeht, dass wir an einem Abgrund stehen und dass, wenn wir so weitermachen wie bisher, dass wir dann im Abgrund enden. Klar ist aber auch, dass wir alles in den Händen haben, dass wir diejenigen sind, die die Erde und die Menschheit an diesen Punkt gebracht haben und dass nur wir auch den Weg ändern und einen Weg finden können, wie wir im Einklang mit der Schöpfung, mit dem Leben, mit unserer Mit-, Um- und Nachwelt friedlich, frei und gerecht auf dieser Erde leben können. Ich spreche in dieser Reihe mit Menschen, die Gedanken haben und Impulse, wie man das Leben anders gestalten könnte und muss in Zukunft, und mit Menschen, die dazu nicht nur Gedanken haben, sondern die damit auch schon begonnen haben, die daran ganz konkret arbeiten. Heute mit Herbert Dreiseitel, Künstler, Bildhauer, Landschaftsgestalter, Wasseringenieur, Städteplaner, Bürgerbeteiliger. Ich weiß nicht, wie, Herbert, soll ich dich begrüßen? Ich mache es einfach mal so. Herbert, was machst du? Das weiß ich manchmal selber nicht. Also, beziehungsweise ich kann es nicht so schnell in einen Begriff fassen. Ja. Aber natürlich interessiert mich mein ganzes Leben hindurch die zentrale Frage, wie wir als Menschen mit unserer Umwelt umgehen und auch wie wir zwischen Menschen Beziehungen schaffen. Und für mich ist ein Lebensthema immer gewesen die Frage des Wassers. Wie gehen wir mit Wasser um? Und das hat mich immer interessiert und das ist eben interessant. Wasser kannst du nie von einem Beruf her allein erfassen. Darf ich mal fragen, warum gerade das Wasser? Das Wasser hat mich immer fasziniert, als Kind schon. Also ich habe als Junge, als Bub gespielt. Also du wirst es nicht glauben, aber mich haben zum Beispiel Pfützen fasziniert. Und ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, da gab es Kiesflächen, da gab es Pfützen. Und ich kann mich noch genau erinnern, wir hatten dann hinten auch einen Bach hinter unserem Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin. Wir hatten riesen Brennnesselfelder, wo wir uns da durchgeschlagen haben, um an diesen Bach zu kommen. Und die Pfützen haben mich zum Beispiel interessiert, da haben wir unsere Fahrräder reingestellt und haben dann die Fahrräder ein bisschen hochgebockt und sind dann drauf getreten und haben dann eine Riesenfontäne gebildet. Oder in Ferien zum Beispiel bei Bauern in Bergdörfern, in einem Dorf, das du vielleicht kennst, Balderschwang. Ja, klar. Das ist bei Hittisau, ja, die deutsche Seite. Da haben wir bei einem Bauernhof immer gewohnt. Meine Mutter war mal Lehrerin dort, hat also praktisch Ferienvertretungen immer gemacht. Und wenn der Lehrer krank war, kamen wir danach hin. Und da fand ich das Faszinierendste, aus der Küche die Kochdeckel zu stehlen und an einem Kanal, an einer großen Wiese, wo es sozusagen einen Durchstich gab und einen künstlichen Weg, diesen Kochdeckel an den Kanal dran zu bringen und hinten aufzustauen. Und weil ich ein kleiner Junge war, war dann der Druck so stark irgendwann, dass ich diesen Kanal, diesen Kochdeckel
Deckel nicht mehr wegziehen konnte durch den Andruck. Und dann gab es eine riesen Überschwemmung. Der Bauer war natürlich entsetzt. Und also es gab immer wieder Szenen, das Umgehen mit dem Wasser, das Beobachten, das hat mich immer fasziniert. Und ich bin dann später in meiner Jugend, in meiner Arbeit mit Zivildienstleistenden vor allem auch auf dieses Thema gekommen. Also als Zivildienstleistender habe ich mich mit Drogenabhängigen beschäftigt. Mhm. Und das war eine Einrichtung, die damals neu gegründet wurde. Ich war der erste Zivildienstleistende, gibt es heute noch, Heilstätte Sieben Zwerge. Ja. Und die Entdeckung war eben für mich, ich war damals 20, 21, lange Haare, so Hippie-Zeit, dass ich gemerkt habe, dieses Wasserthema ist nicht nur ein physisches Thema, sondern das hat auch was zu tun mit Denken, mit Vorstellungen und mit Denkprozess. Ja. Und das Faszinierende war bei den Drogenabhängigen, die ja unglaublich mit Ängsten immer zu tun haben, also Angstformen vom Sozialen, Angst vor sich selber, dass dieses Thema mit dem Wasser was unglaublich Lösendes hat. Also es ist ein Element, was natürlich auch beängstigend sein kann, aber wenn du dich darauf einlässt, dann hat es was unglaublich Lösendes und was Befreiendes. Und das hat mich mein ganzes Leben lang beschäftigt. Mhm. Und das ging dann in alle möglichen Berufe. Mhm. Na, herrlich. Ich kann das übrigens sofort nachvollziehen, weil mir tauchen ganz viele Bilder auf von Bächen gestaut, Umleitung gebaut, Wasserräder gebaut und so weiter, reingeschmissen in die Pfützen. Also wahrscheinlich geht das vielen Kindern so. Aber du bist eben dran geblieben. Ja. Ja? Warum? Ja. Ja, weil ich hatte mich immer interessiert, wie kann Kunst irgendwie was Dienendes sein? Also nicht Kunst als, es gibt ja viele Künstler, die ganz stark entdecken, dass für sie die Gestaltung und die Selbstverwirklichung über Kunst ein ganz wichtiges Thema ist, dann meistens sehr, sehr eitel auch werden, sehr stolz werden über ihre Kunst. Kunst hat immer so ein bisschen was sehr Egozentrisches auch. Galerien, die damit arbeiten, das Hypen von Namen und so. Und das hat mich immer abgestoßen. Und trotzdem fand ich diesen Kunstprozess was ganz Entscheidendes, ganz Wichtiges. Und dann fand ich eigentlich sehr früh, dass ich gesagt habe, dieses Wasserthema, wenn ich das mit Kunst zusammenbringen kann, Gestalten von Brunnenanlagen. Ja. Mein erster Brunnen war ein Brunnen für blinde Menschen. Ah, ja. Also wie kann man Blinden die Wahrnehmung von Wasser und von Bewegung nahebringen? Ja. Durch Plastizieren, durch Wasserfiguren, die ich versucht hatte in Ulm damals an der Volkshochschule mit Blinden zu plastizieren. Mhm. Daraus ist mein erstes Projekt entstanden. Und das hat mich mein ganzes Leben nicht losgelassen. Also die Frage, wie man dieses Thema, das Medium Wasser, also ich habe einfach mich dann entschieden und sage, ich bleibe bei diesem Medium und arbeite mit diesem Wasser und habe dann gemerkt, wie reich das ist. Das heißt, du wolltest, unglaublich. Du hast eine Kunst gewählt oder wolltest deine Kunst finden, die den Menschen und der Erde dient. Ja. So klingt das für mich. Ja. Ja. Wann wurde dir klar, dass das Wasser uns auch wirklich dringend braucht? Ja, das ist eigentlich für mich entstanden, auch ein bisschen in der Jugend schon. Ich bin aufgewachsen in Ulm, da kommen drei Flüsse zusammen. Ja. Ich habe erlebt, wie stark Wasser verdrängt wurde, auch in der Stadt, wie wenig sichtbar das ist. Ja. Mich dann als Jugendlicher immer gefragt, was ist eigentlich los, wo fließt die Blau, ja. die von Blaubeuren kommt. Ja, gibt es da dieses wunderbare Gedicht auch und der Blautopf und die Sagen über die Wesen, die da am Blautopf dann sind. Und dann verschwindet das Wasser und dann ist nicht mehr zu sehen. Und das hat mich, da habe ich mir immer gesagt, das ist eigentlich merkwürdig, dass das so verdrängt ist und so weg ist, obwohl es so unglaublich schön ist. Ja. Und dann kam natürlich, sage ich mal so, als junger Erwachsener für mich das Thema schon auf, dass ich gemerkt habe, dass extreme Umweltprobleme mit dem Wasser, wenig Bewusstsein und wenn, dann meistens nur sehr, sehr technisch reduziert und eigentlich die Zusammenhänge, die das Wasser hat, die wurden fast nicht erkannt. Ja.
Und das ist also die Komplexität des Wassers wird nicht gedacht. Und das hat mich sehr schockiert. Wir sind jetzt beim Wasser. Herbert, was sind die größten Probleme mit dem Wasser heute? Wo ist das Wasser am meisten in Not? Also ich glaube, dass die große Wassernot oder die größten Probleme sind schon die, dass wir insgesamt ein ganz, ganz begrenztes Bewusstsein haben von dem, was Wasser eigentlich ist und was Wasser tut. Mhm. Also wir wissen ein bisschen was, aber es ist doch noch relativ sehr, sehr wenig. Mhm. Und die Komplexität und die Zusammenhänge mit dem Wasser, wie das Wasser mit Temperatur, mit Klima, mit Orten, mit Stoffwechselvorgängen ist, da wissen wir immer nur Bruchteile, aber das in der Komplexität, da verstehen wir Wasser noch viel zu wenig. Ja. Also es fängt an eigentlich im Bewusstsein. Es ist ein Bewusstseinsproblem, es ist eine Bewusstseinsfrage. Und wenn man sich sehr stark mit dem Wasser beschäftigt, dann merkt man auch, wie wenig man weiß. Ja. Also wie wenig wir Wasser in seiner Komplexheit denken. Ja. Also das sind so viele Dinge, mit denen wir sozusagen selbstverständlich umgehen. Das ist zum Beispiel die Farben. Die Farben des Himmels am Morgen, am Abend und mittags sind beeinflusst durch die Lichtbrechung von feinsten Wassertröpfchen. Ja. Die Farben, dass so eine Pflanze hier so eine starke Leuchtkraft hat, das ist wieder Wasserpigmente, die das ermöglichen. Ja. Wenn das Wasser hier sozusagen fehlen würde und das verdorrt, dann bleicht das Ganze aus. Also die Leuchtkraft, die wir in unserer Welt haben. Ja. Das kann man an ganz vielen weiteren Dingen natürlich noch festmachen. Also es ist so komplex, wo Wasser eine Rolle spielt, dass ich merke, das ist vor allem eine Frage, die Not des Wassers ist eigentlich die, dass wir als Menschen es nicht in seinem Kern erkennen. Was ist Wasser? Ja, also ich kann da nur Annäherungen, vielleicht so ein bisschen tasten, wenn man sich die Eigenschaften des Wassers anschaut. Das ist sowieso das Beste, das Tasten. Genau, dann ist es eigentlich so, dass das Wasser ja immer ein Element ist, was vermittelt. Mhm. Also du hast es zwischen Schwerkraft und Leichtigkeit. Du hast sozusagen das Lagern des Wassers, also im See, der dann die Wasseroberfläche hat, oder im Eis. Mhm. Du hast das Verdunsten durch die Wärme, das Aufsteigen. Ja. Du findest Wasser sogar im feinsten Tropfen und feinsten Spuren ganz, ganz weit außen, außerhalb unserer Atmosphäre noch. Ja. Du hast immer diesen Atmungsprozess, der da ist. Ja. Im menschlichen Organismus ist Wasser eigentlich das Element, was die Umwelt und uns selbst verbindet. Mhm. Also in Stoffwechselvorgängen, aber auch zum Beispiel im Temperaturausgleich, über Verdunstung unserer Haut, über die Haut. Ja. Dann ist es natürlich dann auch die Möglichkeit, überhaupt Verdauung und Stoffwechselvorgänge zu ermöglichen, dass wir überhaupt Nahrung aufnehmen können. Ja. Ja. Oder dass wir überhaupt in den Gliedern beweglich genug sind. Also dass wir beweglich sind. Wir würden völlig verhärtet sein, wenn Feuchtigkeit und Wasser natürlich auch in Verbindung mit Ölen und so weiter nicht die Elastizität unseres Körpers ermöglichen. Also das ist nur mal so ganz schnell skizzenhaft angedeutet, wo das Wasser überall eine Rolle spielt. Ja. Und ich würde auch sagen, Wasser ist auch das, was sozusagen das Leben nicht nur, also zum einen ist das Wasser der Träger, der das Leben ermöglicht. Das Leben spielt sich über das Wasser ab. Ja. Oder kommt da hinein. Ja. Und das Fantastische ist natürlich auch, wenn man die allerersten Formen anschaut, von Formen, die zum Beispiel in der Embryologie sind, oder wenn die allerersten Formen, die ein Herz zum Schlagen bringen, wenn man diese Formen anschaut, oder die Wirbelsäule, die Entstehung einer Wirbelsäule, das sind alles Fließvorgänge aus dem Flüssigen und dann entsteht erst das Feste. Ich höre uns jetzt schon sagen, Pantarei, alles fließt. Ja. Ja, aber es ist wahr, es ist ja gar kein Leben und auch keine Form ohne Wasser denkbar. Und du sprachst vorhin von der Luft, die Erde hätte keine Atmosphäre ohne Wasser. Also es ist, und zugleich ist, wenn ich dir zuhöre, mein Eindruck, es ist doch, also so bedeutsam es ist, ist es ein unglaublich selbstloses Element. Es nimmt alles auf, es passt sich allem an. Ja. Es will eigentlich für sich selbst nichts, sondern es ist träger. Ja.
Für das Sein, ja. Für das Leben, für das Bewusstsein. Ja, genau. Ich meine, das ist ja wunderbar beschrieben von vielen, von Novalis oder auch von Theodor Schwenk in seinem Buch Das sensible Chaos. Ja. Von vielen dargestellt und beschrieben. John Wilkes hat ganz viel über dieses Thema gearbeitet, mit dem ich sehr intensiv an den Flowform-Themen gearbeitet habe. Also das Wasser ist eigentlich immer etwas, was also im Naturreich unglaublich viel opfert und aufgibt. Mhm. Zum Beispiel, dass es diese Fähigkeit hatte, dass es chemisch neutral ist, dass es nicht festgelegt ist. Dass es eigentlich dieses zwischen dem Schweren und dem Leichten bei 4 Grad die größte Dichte hat. Es sind ganz viele Eigenschaften, die sozusagen das Wasser ganz offen und sozusagen selbstlos hergibt und dadurch ermöglicht es, dass überhaupt Prozesse zustande kommen können. Also in der chemischen Form ist das, im Stoffwechselvorgang ist das, im Verdunsten, das Wasser aufgibt, dass es irgendwo sein muss. Ja? Also es durchdringt alles und wir haben ja Wasser. Hier in jedem Material ist Wasser, in jedem Stein ist Wasser vorhanden. Selbst in den Kunststoffen sind feinste Spuren von Wasser. Und es durchdringt auch alles. Also es gibt ganz stark seine eigene Bestimmtheit auf und dadurch ist es so mächtig, weil Wasser ist ja unglaublich kräftig und mächtig. Also wenn man sieht, wie zum Beispiel auf dieser Erde Landschaft geformt und umgestaltet wird oder wie ein Stein, ein harter Stein oder eine Felsformation durch lange Zeit durch Wasser umgeformt ist. Also es gibt ja da die wunderbaren Gedichte und Sprüche, gerade aus dem asiatischen Bereich, dass man sagen kann, was ist mächtiger, der Stein oder das Wasser? Es ist natürlich das Wasser. Jetzt mache ich fast schon einen Sprung, aber im asiatischen Bereich arbeitest du im Moment auch besonders stark. Was mich interessieren würde, ist der Zugang, ist das Verständnis von Wasser dort anders als hier oder ist das ähnlich? Also es ist sehr, sehr spannend zwischen Amerika, Europa und Asien. Ich habe in allen Kontinenten gearbeitet und Projekte gemacht, große Projekte gemacht, Bürgerbeteiligung gemacht. Asien ist so eine Twitter-Situation. Und zum einen hast du eine unglaubliche Weisheit, also die noch aus ganz vielen Ritualen und aus ganz vielen Sagen auch spricht, die es bei uns natürlich auch gibt. Ja. Aber in Asien hat es eine ganz hohe Weisheit dem Wasser gegenüber. Ja. Und das andere ist, dass eben die westliche Welt so stark reindrängt in Asien, dass dort, also jetzt China oder Singapur, die Technologie des Westens eigentlich diese Wasserweisheit schon zerstört. Also in China und in vielen asiatischen Ländern ist eine unglaubliche Schönheit von Wassertechnologien, auch von Versorgung und Entsorgungseinrichtungen, von Tempelanlagen, die reine eine Zelebrieren von Wasser ist, in einer unglaublich schönen Form. Die kann man heute noch sehen, die sind noch da, die Relikte sind noch da. Aber das in die neue Zeit reinzuführen, ist dort das Problem. Das ist ein bisschen ein Hintergrund meiner Frage, weil ich sicher wesentlich weniger als du Gelegenheit hatte, in Asien zu sein, aber dort immer diesen Eindruck hatte, dass, also sagen wir in China, wo zum Beispiel der Begriff für Malerei eigentlich zusammengesetzt ist aus den beiden Silben Wasser und Stein. Und man Malerei eigentlich immer als dieses Gespräch zwischen dem Flüssigen und der Form erlebt. Und an vielen Flüssen, in der Art, wie damit umgegangen wird, aber auch an Tempeln und stärker noch dann, sagen wir, Angkor Wat zum Beispiel in Kambodscha oder sowas, Kambodscha, wo das eigentlich eine Wasserlandschaft, Seenlandschaft zwischen die Tempel. Ein See, der im Jahreslauf Floating Villages, Floating Villages, die Fließrichtung im Jahreslauf ändert. Also ich habe Zeit gebraucht, das überhaupt zu verstehen. Und da hatte ich das Gefühl, die Menschen
leben, und die Wasserbüffel, die dann rumziehen, und so, leben anders verbunden mit dem Wasser, als ich das vielfach in Europa erlebe. Deswegen wollte ich wissen, ist das so oder habe ich da, verkitsche ich da was? Nein, das ist so, aber eben, du hast diese zwei Seiten. Du hast auf der einen Seite diesen zum Beispiel diese ganzen Floating Villages oder so, nicht, die es ja dort gibt, oder die Formen, dass zum Beispiel Markt, dass der Markt auf dem Wasser ist, mit Booten und so weiter. Und dann natürlich in den, die sozusagen die alte Weisheit auch zum Beispiel von Tempelanlagen, wo die Wasserversorgung genau und ganz delikat geregelt ist. Ja. Das ist eine, und auf der anderen Seite hast du völlige Vermüllung, völlige Verdreckung. Also wenn du zum Beispiel in Südostasien anschaust, also Jakarta zum Beispiel, wo du Flüsse hast, wo du kein Wasser mehr siehst, sondern nur noch eine bewegende Masse aus Müll, die da so entlang fließt. Also wo sozusagen, auf der einen Seite, das ist ja in Indien auch ein ganz starkes Thema, in Indien habe ich auch viel gearbeitet, auf der einen Seite eine unglaubliche Verehrung dem Wasser gegenüber, aber auf der anderen Seite völlig totale Verschmutzung. Völlige Verschmutzung und gar kein Bewusstsein, dass das irgendwie zusammenhängt, dass der Fluss jetzt so verschmutzt wird durch das, was man reinspeist, und trotzdem wird er als heilig betrachtet. Ja. Also das sozusagen diese zwei Seiten, die nicht zusammenkommen, das ist im Asiatischen sehr stark. Wobei dies ja ein weltweites Phänomen ist. Ja. Also wenn wir wieder zurückkehren zu uns. Ich habe zum Beispiel schon als junger Mensch, mich hat wahnsinnig beschäftigt immer dieser Begriff Verklappen. Ja. Weil ich habe dann irgendwie gelernt, es gibt Schiffe, die verklappen. Ja. Salzsäure, also was auch immer, die übelsten Abwässer der Industrie, giftige Schwermetalle und so weiter. Da wurden riesige Schiffe vollgepumpt, fuhren raus auf den Ozean, in Nordsee, und haben das da verklappt. Das heißt, sie haben im Grunde das Wasser vergiftet mit diesem Zeug. Ja. Und also was ist das, dass wir uns so nicht nur vom Wasser abgekoppelt haben, sondern so rücksichtslos mit dem Wasser umgehen? Also ich meine, wir haben ja auch im Westlichen, in der westlichen Welt oder auch bei uns, nicht? Wir haben ja zum Beispiel der Begriff des Vorfluters. Ja? Mhm. Das ist so ein typisches Wort, wo man nicht drüber nachdenkt. Es ist ja eigentlich eine Haltung, die ist ja völlig unmöglich. Also man hat sozusagen, unsere Klärtechnik ist entweder Misch- oder Trennsystem. Ja. Also das heißt, beim Mischsystem, meistens bei den älteren Ortschaften, ist es noch in den innerstädtischen Bereichen fast überall noch der Fall. Also da muss man dazu sagen, Fäkalwasser und Regenwasser wird in eine Leitung gebracht, gemischt, geht Richtung Kläranlage. Weil die Kläranlage bei Starkregen überfordert ist, diese Mengen aufzunehmen, gibt es ein Überlaufbauwerk. Mhm. Und dieses bringt diesen Mist und Dreck in den sogenannten Vorfluter. Ja. Und der Vorfluter sind unsere Gewässer. Das ist der Fluss. Ja. Das ist der Fluss. Und er ist ein Vorfluter für diesen Dreck. Ja? Ja. Und es ist ein Terminus, der überhaupt völlig gang und gäbe ist. Ja? Also wir haben dieses, man merkt auch in der Sprache, im Bewusstsein, dass wir eigentlich dass eigentlich diese Komplexität des Wassers und auch die extreme Wertigkeit des Wassers, ich glaube, vor allem in der Zeit der Industrialisierung, also des extremen Materialismus, der im 19. Jahrhundert, Ende 18. bis 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, die Blüte hatte, dass sozusagen wir das Wasser nur materiell angeschaut haben, also nur stofflich. Und jetzt fängt man erst an, überhaupt ökologische Zusammenhänge zu sehen. Das ist noch gar nicht lange her. Ja. Man sieht, wie komplex das Thema von Mikroorganismen, von Flora und Fauna mit dem Wasser zusammenhängt, wie überhaupt Lebensgemeinschaften mit diesem gesunden Wasser überhaupt in Abhängigkeit stehen und wie Biodiversität und vor allem das Wandern von Tieren gebunden ist an Wassernetzen und an Wassersysteme. Das ist ja eine Erkenntnis, die sich erst in den letzten 20, 30 Jahren durchgesetzt hat. Ja. Ja, ganze Fischarten schon ausgestorben sind, und bis man das erkannt hat. Ja, aber auch Amphibien zum Beispiel, die das brauchen. Also wir haben ja in unseren Städten haben wir eigentlich entweder zu viel oder zu wenig. Und meistens spricht man nur über das zu viel, also
Erosion, Flut, Starkregenereignisse, die nicht mehr in den Kanal aufgenommen werden können. Das andere ist, in den Trockenperioden, die immer stärker werden, sterben unsere Gewässer, unsere Tiere in den feinen Gewässern, die angewiesen sind auf Feuchtigkeit. Ja. Die trocknen aus, weil sozusagen das Wasser nicht mehr zurückgehalten wird. Also das Thema, das neue Wort ist die Schwammstadt, die sozusagen eigentlich das Wasser verzögert ableiten. Das sollte in trockenen Zeiten, das findet nicht statt. Es trocknet durch und dadurch sind diese Netzwerke für die feinen Amphibien, die wir brauchen, um für die ganze Biodiversität als Nahrungsgrundlage für andere Tiere, die fällt zusammen. Also das ist unglaublich komplexes Thema und man fängt an, heute das immer mehr zu sehen. Ja, es ist, also auch wenn es nicht schön ist, muss man eigentlich sagen, das Wasser ist weitgehend zur Kloake verkommen, immer noch. Also ich glaube, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, wie schrecklich wir mit dem Wasser umgehen. Also zum Beispiel viele Schiffe, die immer noch alle ihre Abfälle einfach ins Meer kippen und aus vielen Ländern wird der Müll ins Meer, in die Flüsse und dann ins Meer gekippt. Diese riesigen, ländergroßen Wirbel von Plastikdreck, die im Ozean schwimmen, das ist schon alles ein, wie soll man sagen, ein Spiegel einer schrecklichen Rücksichtslosigkeit der Menschheit. Jetzt hast du dich diesem Thema Wasser gewidmet. Ja. Ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, da hattest du so einen kleinen Baracke bei der Waldorfschule gearbeitet, Rengoldshausen. Ja. Und da hatte ich noch den, was heißt noch, da hatte ich vor allem den Eindruck, du bist eigentlich ein, du machst Brunnen, du bist ein Gestalter, ja. Du machst Wasserläufe, du baust in Städten, versuchst du einen Bach vielleicht wieder freizulegen und so. Heute bist du irgendwie auf dem ganzen Planeten, Amerika, Asien, weiß nicht, Australien, Neuseeland, Afrika. Ja. Du bist irgendwie überall tätig in Städten, kümmerst dich um große Wassersysteme. Magst du ein bisschen erzählen, wie dieser Weg gegangen ist, Herbert? Ja, also ich habe eigentlich so in den Jahren 75 bis 80 so angefangen und hatte damals sehr, sehr stark Einzelprojekte gemacht. Also Brunnen, ich hatte zum Beispiel mit Hugo Kückelhaus zusammengearbeitet. Ich habe mit Karl-Ludwig Schweißfurz, die haben uns da aber Landwerkstätten dann aufgebaut, hat in München und in Glonn. Solche Menschen habe ich kennengelernt und für die Projekte gemacht. Das war oft im Zusammenhang auch mit John Wilkes, der ja mit den Flowforms ganz stark gearbeitet hat, also mit Rhythmik, so eine Art Herzkammerform. Viele werden das kennen. Das hat mir aber nicht gereicht. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist zu nett und zu klein. Ja. Das macht zwar viel und es bringt auch enorm, das ist eine wie, also wie durch ein Brennglas sieht man plötzlich etwas im Wasser mit dieser Rhythmik, die jetzt ganz stark zu tun hat mit dem Pulsieren, was Tiere auch schon haben. Also es geht schon so ein bisschen über zwischen dem reinen physischen, was sozusagen im Wasser liegt, und zwischen dem, was die Lebenskräfte sind. Deswegen spricht es Menschen auch sehr an. Es spricht sehr stark an. Also man kann stundenlang zuschauen, wie das Wasser funktioniert. Du kommst rein, indem du das, was Steiner beschreibt, mit dem Ätherischen. Ja. Du bist unmittelbar berührt von etwas, wo du merkst, da steckt was Tieferes drin. Und das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt. Der hat mich auch ganz fasziniert. Übrigens auch hier, ganz früh gab es hier mal so eine kleine Kaskade mit Flowforms hier am kleinen Bächle. Und das hat mich zum Beispiel sehr, sehr fasziniert. Als Zivildienstleistender, der mit Drogenabhängigen arbeitet, habe ich teilweise gestanden und war fasziniert, habe dann mit John Wilkes viel gearbeitet. Also war dann bei mir umgekehrt, weil ich habe dann mit dir meine ersten Flowforms gebaut. Da war ich der Kleine und war total fasziniert. Und das ist auch so ein Erweckungsmoment, sowas zu sehen. Ich habe dann die ersten Jahre eben damals schon versucht zu arbeiten, das Thema Kunst und Wasser und Brunnenanlagen und Bewegung aufzugreifen. Also da gab es zum Beispiel eben das Hofgut Sonnenhausen. Da ging es aber dann schon darum,
wie kann man Regenwasser von den Dachflächen sammeln, wie kann man das speichern, wie kann man das nutzen, wie kann man das auch vielleicht verwenden für Toilettenspülung und für Brauchwassernutzung. Solche Fragen kamen schon rein. Das habe ich aber immer mit Kunstprojekten verbunden. Und dann ging eigentlich mein eigener Weg dahin, dass ich gesagt habe, dass dieses Wasser muss viel stärker mit unserer Lebenswelt, also was Menschen, wo Menschen sind, in den Ortschaften, in den Städten, so Kombinationspunkte wie Brunnen und Skulpturen. Ja. Ich habe mit Bronze gearbeitet, ich habe mit Stein gearbeitet, mit Stahlstrukturen, alles Mögliche ausprobiert. Ja. Große Sachen, 8 Meter hoch, Bronzeskulpturen, bildhauerisch bearbeitet und so. Das war, oder dann Stein, mit Stein gearbeitet, also Naturstein, große Blöcke auch in Frankfurt, Hattersheim, großen Marktplatz mit riesen Steinblöcken. Ja. Faszinierend und auch absolut richtig, und da stehe ich auch noch dazu, das war eine tolle Zeit, aber es ging dann eben viel stärker rein in die Frage, dann mit Architekten zusammenzuarbeiten. Das ging dann auch um den Kreis Kückelhaus, also wie man Sinneswahrnehmung, Erfahrungsfeld der Sinne, wie man sozusagen durch Sinneserfahrung sich dem Wasser nähern kann mit ganz verschiedenen Sachen. Da hat John Wilkes auch sehr viel gemacht, ganz toller Lehrer auf dem Gebiet. Theodor Schwenk hatte ich kennengelernt, Herrisch Ried, mit denen hatte ich sehr, sehr viel Kontakt. Und dann ging es aber mehr in die Richtung, dass ich gesagt habe, ich möchte was machen, was mehr in dem Kontext ist, was kann ein Ort oder eine Siedlung richtig machen. Und das hat hier in der Schweiz angefangen. Mhm. Ich habe meine ersten Projekte gemacht für kleinere Ortschaften. Das war hier in der französischen Schweiz, Suisse Romande Echalon, Romeu de la Fontaine. Das war ein erstes Projekt mit einem Architekten aus Murten, und er hatte mich gefragt, ich soll für ihn einen Brunnen gestalten. Dann habe ich gesagt, du, Rudi, das ist eigentlich ein bisschen altmodisch, da so einen Brunnen hinzustellen. Wir müssen eigentlich für die gesamte Siedlung mal überlegen, wie wir mit dem Wasser umgehen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja gut, probier's mal. Und dann hat es eigentlich angefangen, 1982, 83 habe ich die ersten Projekte gemacht und habe gesagt, ich will das zeigen, was passiert, wenn es regnet. Mein Brunnen soll beim Regen, beim Regnen künstlerisch, gestalterisch, aber auch filtern, zwischenspeichern, versickern, verdunsten. Das will ich zeigen. Und ich will so Biotope anlegen in dieser Siedlung. Und ich will es nicht in den Kanal leiten. Ja. Da haben wir erstmal alle den Kopf geschüttelt und gesagt, na gut, also ich konnte das dann nochmal ausprobieren und habe das in Echelon so gemacht. Und das hat mich dazu bewogen, zu sagen, das funktioniert. Ich habe dann gesehen, das ist wunderbar, das Wasser ist sauber. Wir haben es dann getestet. Das Wasser hatte fast Trinkwasserqualität, was da rauskam, obwohl es abfließendes Wasser war von den Straßen und von den Dächern. Und das hat mich dann bewogen, das viel stärker zu machen. Ich hatte dann das Glück, dass dieses Projekt in Deutschland in der Diskussion mit der Frage, wie geht man mit Regenwasser um, bei einer großen Tagung vorgestellt wurde. Ich konnte es vorstellen. Es gab in Darmstadt gibt es ein Institut, also von der Universität, das über praktisch Siedlungswasserwirtschaft arbeitet. Es war ein großes Zusammentreffen aller großen Professoren aus Deutschland, aus Skandinavien. Und das zweite war die Hydropolis in Holland. Und ich hatte da immer als Randfigur in den Pausen mal mein Projekt zeigen dürfen. Und das Spannende war, dass in dieser Pause, wo ich das vorgestellt habe, so eine Posterpräsentation, eine Traube von Leuten da rumstand. Und bei einem Vortrag plötzlich dann der gesagt hat, du musst im Hauptprogramm sprechen. Dann habe ich das gezeigt. Dann waren die Ingenieure total platt. Die haben gesagt, wir reden die ganze Zeit theoretisch, dass sowas sein sollte. Jetzt hat der das gebaut. Das ist ein Künstler, das ist gar kein Ingenieur und gar kein Architekt. Dann kam ich plötzlich aus meiner Rolle als Künstler raus in eine ganz andere Plattform und habe dann gemerkt, das muss ich weitermachen, aber ich darf meine Kunst nicht verlieren. Ja. Und das war ein großer Spagatakt, ein Team aufzubauen. Wir hatte dann bis 80 Mitarbeiter, 4 Büros, Beijing, Singapur,
Überlingen und Portland, Oregon, Amerika. Ja. Und das ist natürlich dann auch an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich muss entweder das total als Manager ausbauen oder ich gebe das Ganze ab an eine größere Ingenieurgruppe, die dann auch Gesamtleistungen macht und ich fokussiere mich mehr auf Beratungen. Und, um das kurz abzuschließen, mein Werdegang ging dann Richtung Hochschultätigkeit an verschiedenen Unis, Forschungsarbeit auch und mittlerweile auch sehr stark Consulting, also Beratung. Ich berate viele Städte, die mich fragen. Oder ich bin oft in der Jury bei Wettbewerben. Ich habe zum Beispiel jetzt hier für die Stadt Basel einen größeren Wettbewerb, wo ich so eine Art Gutachten mache und dann eben zeige, wie kann man mit dem Wassermanagement besser umgehen. Und die fragen immer beides. Die Frage der Dreiseitel ist eigentlich der, der nicht nur als Ingenieur denkt, sondern der denkt auch im Prozess und der denkt auch, wie man die Bürgerschaft mit einbeziehen kann. Soll ich dir sagen, was mein Empfinden dabei ist? Mein Empfinden ist, du hast angefangen eigentlich als Bildhauer und hast auch das, was ich am Anfang von dir so gesehen habe, war skulptural und da war das Wasser beteiligt, aber das war dann ein Ort, an dem dieser Brunnen stand oder diese Skulptur. Und mein Gefühl ist, du hast eigentlich dann dich immer mehr aufs Wasser eingelassen und das Wasser hat dir immer mehr erzählt, was es eigentlich braucht. Sodass du plötzlich nicht mehr einzelne Orte geschaffen hast, sondern du hast alles, was du danach gemacht hast, so ist mein Bild, hast du immer aus dem Zusammenhang heraus gemacht. Also nicht, wie kann ich an den Ort was hinstellen, sondern wo kommt das Wasser her, wo geht es hin, wie kann ich ihm helfen, dass es wieder lebendiges Wasser wird, dass es aus den Katakomben befreit wird, in die es unter die Städte gezwängt wurde, dass es wieder verdunsten kann, dass es wieder frei fließen kann, dass wieder das Leben zurückkehren kann, die Fische, die Amphibien, die Insekten und, und. Also es sind immer ganzheitliche Lösungen, die du machst und eigentlich immer so das Gefühl habe, du bist jemand, der das Wasser wie liebevoll befreit und versucht, ihm Räume zurückzugeben, in denen es leben kann. Weil wir haben ja vielfach Räume geschaffen, in denen es nicht leben kann. Also diese kilometerlangen Geraden mit Beton links und rechts verbauten Kanäle, die durchs Land fließen, wo das Wasser möglichst schnell abfließt. Ja. Das ist ja nicht nur fürs Wasser, das ist ja für das Land, für den Boden, für alles die totale Katastrophe. Vielleicht, also du hast jetzt den Bogen schon gespannt bis, bis heute eigentlich. Ich finde aber schön, wenn du vielleicht noch das ein oder andere Beispiel erzählen könntest, wie du dann da arbeitest oder gearbeitet hast, wo du so größere systemische Lösungen in Städten zum Beispiel entwickelt hast. Ja, also ich verbinde das mit deinem Thema, was du gerade vorhin angesprochen hast, weil es hängt da ganz stark damit zusammen. Es ist eigentlich interessant, es hat ganz viel zu tun mit dem sozialen Hauptgesetz, wo man auf das Einzelne guckt und auf die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, die wiederum dem Einzelnen die Möglichkeiten gibt. Und wir haben das Problem beim Wasser, also ich sage das jetzt einfach so ganz offen und frei, bei vielen auch, die sozusagen nach Alternativen suchen, dass sie unglaublich egoistisch mit dem Wasser denken und umgehen. Also man will für sich und für seine Familie einen Apparat, der jetzt dieses Wasser sauber macht, damit ich sauberes Wasser und meine Enkel, meine Kinder und meine Familie sauberes Wasser trinken darf. Ja. Und die anderen, die sollen das für schmutzige Wasser. Für mich soll es sauber sein. Ja, für mich soll es sauber sein. Und da investiere ich und gebe ganz viel Geld aus für alle möglichen Maschinen und so weiter. Das ist eine Tendenz, die wir leider auch in vielen Kreisen haben, also die wir gerade auch hier in unserem Rahmen auch oft sehen. Übrigens auch eine gut verständliche Tendenz. Ja, verständlich, weil dort natürlich das Thema Angst eine Rolle spielt. Ja. Das Thema, die Umwelt ist nicht mehr die uns sozusagen vertrauensvoll uns liebend aufnimmt, sondern die uns gegenüber feindlich sein kann. Das ist natürlich jetzt auch gerade mit der Pandemie ein ganz interessantes Beispiel, die Ängste, die auftauchen. Aber beim Wasser par excellence, das Wasser kann ja auch gefährlich sein, aber es hat mit uns ganz stark zu tun. Also an dem Punkt, mich hat nie interessiert, irgendwelche Geräte oder Maschinen zu machen, die sozusagen für mich mein eigenes Wasser, für meine Familie in Ordnung bekommen.
Ja. Weil ich auch nicht daran glaube. Weil ich auch glaube, das ist wesensfremd im Wasser. Ja. Das Wasser ist immer... Das Wasser hängt zusammen. Genau. Das ist nicht isoliert. Es ist nie isoliert. Und wenn du es isolierst, wird es schlecht. Ja. Das Wasser will immer in einen größeren Zusammenhang. Deshalb ist auch oft das Denken, dass man sozusagen kurz Kleinkreisläufe macht. Das wissen viele Biologen und viele Leute, die mit Limnologie sich auskennen. Die wissen genau, das ist oft ein Kurzschlussdenken. Das ist ja auch in der alternativen, sage ich mal, Technologie und Architektur wird viel gedacht, kleine Kreisläufe, ich mache das Wasser wieder sauber und so. Das ist letztlich für das dem Wasser gemäß eigentlich abholt. Es passt nicht zum Wasser. Das Wasser ist immer etwas, was in den großen Zusammenhang geht. Ja. Und aus dem großen Zusammenhang wieder zurückgeht ins Kleine. Also du hast immer diesen Atmungsprozess. Und der übrigens auch so ist, um das vielleicht auch nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, dass unsere Vorstellung von dem Kreislauf des Wassers eigentlich eine falsche Vorstellung ist. Mhm. Wir verwenden ja oft den Gedanken Kreislauf, verwenden ein Wort, das eher passt für eine Zentralheizung. Hier ist eine Pumpe und hier geht was im Kreislauf. Mhm. In Wirklichkeit, wenn man sich das Wasser anschaut, in seiner Bewegung und seiner Wirkung auf der Erde, ist es eigentlich vielmehr ein Atmungsprozess, der eigentlich nicht zu sehr als Kreislauf zu denken ist, sondern es ist ein ganz komplexer Atmungsprozess wie ein Vernetzen von vielen, 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 vielen Zirkulationssystemen, die alle in Verbindung sind, aber die nie in sich geschlossen wieder zurückkommen als Kreislauf. Also wir verwenden das Wort, aber du weißt, was ich meine. Das Wort ist eigentlich irreführend. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt, was mich interessiert hat an dieser Stelle, ist immer zu sagen, kann man oder können wir auch mit unseren Möglichkeiten, die wir haben in unseren Städten, systemisch denken oder Systeme schaffen, die wirklich den gesamten Atmungsprozess des Wassers mit berücksichtigen. Ja. Und da gehört für mich natürlich das hin, was eigentlich das Wasser ausmacht. Das ist erstmal Niederschlagswasser. Ja. Das ist alles, was aus der Atmosphäre runterkommt. Die Schweizer haben das wunderbare Wort, das Meteorwasser. Ach so. Das habe ich in der Schweiz gelernt. Meteorwasser. Da habe ich auch erstmal geschmunzelt. Aber es ist lustig, weil es ja in diesem Wort schon so ein bisschen was drin liegt von den Sternen vom Kosmos. Ja, kommt diese Bewegung, dieses Wasser. Ja. Und dann kondensiert es und dann fängt es an, zu kleinen Tröpfchen zu kommen und fällt dann. Oder es gibt Eiskristalle. Mhm. Ja. Es ist im Schwebezustand und kommt dann eigentlich erst auf die Oberfläche. Ja. Und dann sickert es ein oder verdunstet. Abflusswirksam wird nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und dieses Wasser in dieser Komplexität, das dann irgendwo sich sammelt, das wir dann vielleicht als Trinkwasser haben oder in unseren Seen haben und so, hat schon mal eine unglaubliche lange Reise gemacht. Und in unseren Städten kürzen wir diese Reise ab oder diesen Weg und limitieren ihn auf eigentlich nur den Transport von A nach B, so schnell wie möglich. Ja. Und für mich ist eigentlich die Suche zu sagen, was ist Wasser wesensgemäß, wie können unsere Städte wieder mehr in diese Richtung kommen? Ja. Und da merke ich, wo ich angefangen habe, vor 40 Jahren, haben die Leute mich ausgelacht. Ja. Die haben wirklich gesagt, der spinnt, der Dreiser spinnt, dass der Regenwasser nicht in den Kanal leitet, sondern er macht Biotope, er macht Umleitungen, er macht oberflächige Rinnen und so und naja, irgendwie, der spinnt halt und so. Und dann wurde das jetzt plötzlich zum System. Die Umweltämter zum Beispiel in Deutschland, auch jetzt in Österreich, Baden-Württemberg, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, genial. Das löst unser Problem. Das löst unser Problem, dass wir zu viel Spitzenabläufe haben und Erosion haben und Schadstoffe. Es hält zurück, es verdunstet, es bringt neue Grundwasserbildung, womöglich. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mehr in dieses Systemische gedacht habe und natürlich habe dann auch Fachbücher geschrieben zu dem Thema. Ein frühes Buch hieß Neue Wege für das Regenwasser. Mhm. Das habe ich mit einem Professor Geiger zusammengeschrieben. Das war die Koryphäe in Deutschland. Mhm. Und der hatte nur Theorien und ich hatte die Praxisbeispiele. Ja. Und dann haben wir das zusammengebracht in einem Buch, es wurde ein Bestseller. Ja, super. Und das hat mir natürlich dann die Möglichkeit gegeben, nach Amerika zu kommen. Also Amerika hat mich dann eingeladen für große Projekte, Wettbewerbe und dann natürlich auch nach
Singapur. Die Leute in Singapur haben sich beispielsweise mein Projekt angeschaut in Berlin am Potsdamer Platz. Ja. Da haben wir das Regenwasser gesammelt mit Renzo Piano als Hauptarchitekten und ich habe die ganze Wassermanagement mit meinem Team dort gemacht, auch die Bauleitung, die Kostenabrechnung, alles. Der war so fasziniert, er kam mit seinen Leuten und hat gesagt, den brauchen wir in Singapur. Und so kam ich dahin. Ja. Also das ist so der Weg, der Gangart. Ja. Aber wie gesagt, immer den Gesamtblick auf das, was das Wasser eigentlich als System braucht, auch in unseren Städten. Ja. Ich bin da übrigens nicht unbedingt wahnsinnig stolz auf das, was ich da erreicht habe, weil ich denke, das ist nur der Anfang. Ja. Ich glaube, es ist nur so ein bisschen, ich bin der Türöffner und ich denke, dass da noch viel, viel mehr passieren wird und die nächsten Generationen müssen mit diesem Thema viel stärker noch arbeiten. Ja, also das Thema ist, wie soll ich sagen, es ist das Schicksal der Menschheit, wird entscheidend davon. Aber wir wachen auf. Ja. Weißt du, das ist interessant. Ja. Die Leute, die aufwachen, sind oft die, von denen wir es nie vermuten. Ja. Ja, was du vorhin erzählt hast, wie sich das Bewusstsein gewandelt hat, ich könnte dafür ein Beispiel erzählen. Ja. Ich war ja Bundestagsabgeordneter viele Jahre und hatte meinen Wahlkreis lange Zeit im Allgäu. Und der Leiter des Wasserwirtschaftsamts bei uns, den habe ich vor ein paar Jahren mal wieder getroffen. Jetzt irgendwie 30 Jahre später. Und dann hat er gesagt, Herr Häfner, Sie haben doch damals immer gesagt, wir sollen nicht überall verbauen, kanalisieren, sondern wir sollen das Wasser frei fließen lassen. Ja. Und ich habe damals jeden freien Betrag, den ich im Budget hatte, habe ich verwendet für Wasserbaumaßnahmen. Wenn irgendwo ein Bach noch wild floss, haben wir ihn verbaut. Wissen Sie, was ich seit 20 Jahren mache? Ich verwende jeden Euro, den ich im Budget habe, für Rückbaumaßnahmen. Wir reißen alles wieder aus, was wir damals gemacht haben. Und ich habe übrigens damals im Wahlkampf an den Wochenenden Freunde organisiert und wir haben vorher mit Bauern geredet, wo wir das durften und haben dann als symbolische Aktion haben wir so Bäche, wo sie irgendwie so zwischen den Feldern wirklich kilometerlang schnurgerade liefen. Da haben wir mit den Bauern geredet, ob wir bitte die wieder mehr andern lassen dürfen. Und haben dann mit Spaten und so weiter haben wir dann auf 50, auf 80, auf 100 Meter, Wochenende für Wochenende, auf größeren Strecken, haben wir versucht, den Bächen ein lebendiges Bett zurückzugeben, im Verständnis, dass dann was passiert. Ja? Dann sickert das Wasser ein, dann kommen die Libellen und so weiter. Aber wenn das so ist, dann schießt das durch. Und es gibt unten bestenfalls Hochwasser und oben geht alles kaputt. Also da hat sich unglaublich viel geändert und ich glaube, du warst ein entscheidender Akteur davon. Du hast jetzt gerade am Schluss deines letzten Statements hast du gesagt, dass du das weitergeben willst und dass du hoffst, dass viele kommen, die das aufgreifen. Du bist ja heute vor allem eigentlich unterrichtend tätig, also beratend und unterrichtend. Und das heißt, du bildest in mehreren Ländern, an mehreren Universitäten Studenten aus, die genau solche Sachen lernen und dann auch machen können. Ja, also nicht nur ich. Ich muss einfach an der Stelle auch sagen, ich hatte immer das Glück, wunderbare Menschen zu haben, die mit mir gearbeitet haben. Und die einfach ein wunderbares Team, also das hieß früher Atelier Dreiseitel, das waren Menschen aus verschiedenen Disziplinen, also das waren... Ich war oft ein bisschen der verrückte Einzelkünstler, aber ich hatte Leute, die Siedlungswasserwirtschaftler waren, ich hatte Leute wie Landschaftsarchitektur, ich hatte Biologen, ich hatte Geologen, Hydrogeologen und wir haben ein richtiges Fachteam gebildet und haben da viel gemacht und habe natürlich jetzt auch das große Glück, dass ich mit meiner Frau, die auch zu diesem Thema Wasser ganz, ganz viel in ihrem Leben gemacht hat, aus Wien kommt und dass wir ganz, ganz viel dieses Thema Moderationsprozesse zu machen, also zum Beispiel Einrichtungen zu helfen oder mit Städten so zu arbeiten, dass wir sagen, es geht nicht nur um das Projekt, sondern es geht darum, dass wir einen Pool brauchen von Menschen, die die Idee verstehen und eigentlich sind wir nur die Enabler, also wir sind die Ermöglicher, dass andere ihre Initiative bringen, weil dann bist du viel wirksamer. Ja. Und da kommt natürlich das Thema jetzt Lehre rein und Unterricht. Ich habe irgendwie gemerkt, nach 40 Jahren, ein Projekt nach dem anderen, ich habe weit über 150
200 Projekte umgesetzt, auch zum Teil große Projekte, dass sich dann irgendwann läuft das wie eine Schleife, die immer wieder das Gleiche ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, es ist einem natürlich immer wahnsinnig viel Stress. Du hast ja immer Riesenbudgets, die man verantworten muss, dass man den Kostenrahmen einhält. Ja. Dann die ganzen Vorschriften, die alle nicht unbedingt besser werden, sondern eher solche Projekte immer mehr vereinengen. Mhm. Also das ist ein anderes Thema. Ja. Könnten wir auch noch viel drüber reden. Und du bist eigentlich nur noch Manager als Krisenmanager eigentlich tätig, wenn du als Unternehmer in dem Gebiet bist. Und das, da muss ich sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich mir jetzt in die Lehrtätigkeit und die Beratungstätigkeit gehe. Und da mache ich sehr viel mit meiner Frau zusammen, aber auch mit meinen früheren Mitarbeitern. Da sind einige auch jetzt in der Lehre tätig, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Ja. Ich mache jetzt hauptsächlich ein eigenes Netzwerk. Ich bin Lobfellow an der Harvard University. Das ist so ein Netzwerk von Fachleuten, die unterrichtet, aber gleichzeitig auch Forschung macht und sozusagen die Studenten, die aus der Uni rausgehen, begleiten und ihnen Möglichkeiten geben. Das ist eine ganz tolle Sache, die gibt es in Europa leider nicht. Mhm. Da sind die Amerikaner unheimlich pfiffig. Mhm. Kann ich dir mal erzählen, wie die das machen. Das wäre was wirklich deutsche Unis unbedingt bräuchten, weil das so eine Brücke ist zwischen Praxis und Theorie. Ja. Dann mache ich viel in Singapur, an der National University of Singapore. Dann mache ich aber auch hier einiges. Ich unterrichte zum Beispiel in Rapperswil an der Uni, die hier in der Schweiz die Landschaftsarchitekten ausbildet. Ja. Ich habe jetzt gerade ein Modul gemacht, also ein Semester mit denen gearbeitet. Dann ist es für nächstes Jahr, bereite ich jetzt ein Projekt vor in Tschechien mit der Universität in Brünn. Das ist dort die Ausbildung für Landschaftsarchitekten und das machen wir im Tandem, sind wir gerade im Vorbereiten mit Rapperswil und vielleicht mit Weihen Stefan, das sind wir noch am Gucken. Mhm. Also ich mache gerne so Projekte, die an Universitäten sind, mit verschiedenen zusammenkommen, was mich eher langweilt und wo ich auch nicht der Richtige bin dafür, ist eine Dauerstelle als ein Professor, der dann die ganze Formalität. Ich bin eigentlich eher der sozusagen Ideen reinbringt und wechselt. Und natürlich, das ist auch eine tolle Sache, wo ich Wissen weitergeben kann. Ich mache relativ viel auch in Wettbewerben, in der Jury, wäre oft eingeladen. Zum Beispiel jetzt die Stadt Basel hat mich gerade für ein tolles Projekt hier geholt. Oder ich mache zum Beispiel für Baden-Württemberg, für die Theresa Bauer, die du vielleicht auch kennst, von den Grünen, da bin ich so in einem Ausschuss, wo ich, das nennt sich Reallabore, für Unis mitberate und bei Wettbewerben die beste Arbeit dann raussuche und so. Ja. Also es sind schöne Jobs, die aber dann auch eher so sind, wie kann man die Idee und die Impulse weiterbringen. Herbert, jetzt haben wir, glaube ich, ein wirklich wunderbares Bild bekommen von dir, deinem Lebensweg, deinen Motiven, deiner aktuellen Tätigkeit. Jetzt wäre mir daran gelegen, dass wir noch mal ein bisschen drauf fokussieren, was kann man eigentlich tun? Ja? Wo liegen die Probleme? Wo liegen die Aufgaben heute? Also es geht ja in unseren Gesprächen immer auch darum, wie wollen wir die Welt gestalten? Ja. Was lernen wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben? Wie machen wir die Dinge in Zukunft anders? Ja. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Am liebsten würde ich dich fragen, was sind vielleicht die 5 wichtigsten Punkte im Umgang mit dem Wasser? Mhm. Könntest du das sagen? Ich versuche es mal. Also eine total wichtige Frage, die mich brennend auch interessiert, wo diese wichtigsten Punkte sind und wo die Reise hingeht. Ja. Also was ist die Roadmap für diese Zukunft? Und da muss man vielleicht wirklich die wichtigsten, brennendsten Fragen wirklich auch charakterisieren. Und für mich ist doch ein ganz wesentlicher Punkt, ist diese Klimafrage. Ja. Weil die Klimafrage mit dem Wasser ganz eng zusammen ist. Und wir sprechen ja jetzt ganz viel über Corona und über die Pandemiesituation. Ich glaube, dass die Wasserfrage mit dem Klima wesentlich wichtiger ist und wesentlich gravierender ist. Ja. Und wir haben eigentlich, wir sind 5 vor 12, wenn nicht nur 2 vor 12. Ja. Um da wirklich was zu machen, was überhaupt noch irgendeinen Impact hat. Ja. Und da ist meiner Ansicht nach, also
wir haben da eine Studie gemacht auch, also die habe ich mit 3 Unis zusammen bearbeitet, mit 4 Unis sogar. Und wir haben ein bisschen analysiert mit der Frage, wo sind die größten Ermöglicher und wo sind die größten Verhinderer für Veränderung. Ja. Das ist ja auch das Thema dieser Reihe, dieser Diskussionsreihe. Ja. Und weißt du, was uns total verblüfft hat? Wir haben das nämlich gemacht, wir haben Cases angeschaut in Amerika, in Europa und in Asien. Und zwar in unterschiedlichen politischen Systemen. Und wir haben festgestellt, dass es überhaupt nicht das politische System ist, was verhindert oder ermöglicht. Dass die Themen relativ, die Probleme überall ähnlich sind. Und wir haben tatsächlich 7 Punkte, hatten wir, rausgefunden, die entscheidend sind. Das allererste, was wir in uns, wir haben so eine Art 7-Eck dann aufgebaut. Das, ich muss mal gucken, ob ich die Hauptpunkte zusammenkriege. Ja. Das erste ist, eine Stadt oder eine Initiative braucht eine klare Vision, wo sie sein will in 20 oder 25 Jahren. Oh ja. Vor allem mit dem Wasser. Mhm. Also sie muss sich eigentlich sowas wie ein Leitbild oder wie eine Vorstellung bilden mit ihrem, mit ihrem Gedankenprozess. Das heißt, dass ich nicht aus der Vergangenheit heraus weiterhandle, sondern dass ich wie ein Bild der Zukunft entwickle, muss aus dem ich heraushandle. Genau. Es kommt aus der Zukunft. Ja. Die Zukunft saugt die Aktivität, wo ich hin will. Gut. Ja, das ist nicht die Vergangenheit, die schiebt, das ist die Zukunft, die eigentlich zieht. Die ist entscheidend. Und die Städte, die sich aufgemacht haben, sich ein Zukunftsbild zu entwickeln, die sind erfolgreich mit ihren Projekten. Und das ist zum Beispiel Singapur. Die haben so, stark man diese Stadt als Stadtstaat kritisieren kann, weil es im Prinzip ein bisschen wie eine Fabrik funktioniert, also wie eine Diktatur. Aber sie arbeiten ganz stark an Zukunftsbildern und die vermitteln sie auch. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Du brauchst auch immer Persönlichkeiten. Es ist nicht abstrakt, sondern du brauchst Menschen, die sagen, wir machen das oder wir setzen uns dafür ein und ich stehe dahinter als Person. Ich habe mehrere Beispiele, ich nehme jetzt gerade das Singapur-Beispiel, da hatten wir einen ganz tollen Menschen, der Leiter war des Facility Management, beziehungsweise das nennt sich dort Public Utility Board, das ist also alles, was Abwasser und Wassermanagement ist. Und der als Persönlichkeit war so überzeugt, dass er sagt, wir müssen was Neues entwickeln. Wir brauchen ein Bild für die Zukunft, das unsere Stadt, unsere Probleme sozusagen uns rauszieht aus diesem Schlamassel. Und er hat diesen Begriff auch geprägt, ABC Water Guidelines, Active, Beautiful and Clean. Ja. Ich bin mit dem jetzt eng befreundet. Wir haben über die vielen Jahre der Zusammenarbeit eine tiefe Freundschaft entwickelt. Der ist sehr, sehr einflussreich, aber das ist sozusagen das Zweite. Es ist nicht nur die Idee, sondern es braucht eine starke Persönlichkeit, es braucht Menschen. Die Idee, der Mensch, das Dritte? Und das Dritte ist, was wir festgestellt haben, ist, dass die Idee und der Mensch, der vielleicht da dran steht, der muss sozusagen ein Verständnis nach außen geben, wo die Gesellschaft dieses Leitbild und diesen Enthusiasmus spürt und mitbekommt. Also man muss sozusagen ganz stark arbeiten, zum Beispiel über Medien. Ja. Ich nehme jetzt noch wieder ein anderes Beispiel, Kopenhagen. Kopenhagen hat nach den vielen Überschwemmungen gesagt, wir müssen eine andere Strategie in der Stadt finden, wie wir mit Wasser umgehen. Und wir machen ein Leitbild und wir geben dem einen Namen, wir machen Filme, setzen Medien ein und die haben das genannt Cloudburst Project, also das Wolkenbruchprojekt. Ja. Und das muss so gut dargestellt werden, dass jeder Taxifahrer das versteht und dass die Leute darüber sprechen auf der Straße. So, und der nächste Punkt ist, dass du Kompetenz aufbauen musst. Also es ist ganz wichtig, wir haben oft in der Ausbildung Fachwissen, was von vorgestern ist an unseren Universitäten. Wir haben viele Ingenieure, die stehen geblieben sind auf dem alten Bild. Ja. Und da gibt es viele Städte, Skandinavien macht das sehr, sehr gut, also Oslo, Kopenhagen, Stockholm auch. Singapur auch als Beispiel. Die sagen, wenn jemand eine Lizenz hat als Ingenieurbüro,
dann muss er mindestens so und so viele Mitarbeiter zu Fortbildungsvorgängen schicken, mhm. um die Kompetenz zu haben, ABC-Projekte zum Beispiel zu machen in Singapur. Ja. Also die machen Schulungen, aha. um die Leute, die an diesen Themen ja. arbeiten, sozusagen mit dem neuen, ja. der neuen Richtung reinzubringen. Ja. Und diese Schulungen sind natürlich so, dass sie auch ganz stark eben in neues Denken mhm. reinführen. Mhm. Ja? Mhm. So, und das nächste ist, der nächste Punkt ist, die Krise als Chance zu sehen. Mhm. Meine Erfahrung ist die, wenn irgendeine Katastrophe passiert, also zum Beispiel eine Brücke weggeschwemmt wird oder ja. ein Keller, Keller überflutet sind, Unterführungen ja. über Dresden, Bahnhof war komplett ja. überflutet. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja. Ja, die Bahn, die Züge standen wie, mein Bruder lebt dort. Wie U-Bahnen ja. dort. Die Bereitschaft der Veränderung, politischen ja. Veränderung, hat eine Halbwertszeit von einem halben Jahr. Mhm. Das heißt, wenn eine Stadt ein Zukunftsbild hat, mhm. Persönlichkeiten hat, die Ausbildung hat, öffentliche sozusagen Aufklärungsarbeit schon gehabt hat und dann entsteht eine solche Katastrophe, mhm. dann ist diese Katastrophe die Chance für die Veränderung. Und diese Veränderung muss sofort ergriffen werden, mhm. weil die Leute nur bereit sind, ihre Gewohnheiten mhm. zu verändern, mhm. wenn der Druck so groß ist, dass ein echtes Problem aufgetreten ja. ist. Und dann sind sie bereit, was zu verändern. Ja. Das geht aber nur ein halbes Jahr. Nach einem halben Jahr haben sie das vergessen und sie kommen Business as usual und sie werden bequem. Mhm. Und Bequemlichkeit ja. und das Altgewohnte ist die Handbremse jeder Veränderung. Ja. Das ist, wenn ich das an der Stelle ganz kurz sagen darf, ja auch sozusagen der Generalbass dieser Sendung. Ja, dass, ja. Also die Krise als Chance. Ja, ja. Damit meine ich nicht, dass wir uns Krisen herbeisehen. Nein. Ist auch gar nicht nötig, weil wir ja. haben sie schon. Wir ja. haben sie. Sondern dass wir die Krisen nicht nur beklagen und bedauern, sondern sagen, jetzt haben wir eine Chance. Ja. Jetzt haben wir eine Chance, endlich nicht mehr alles so zu machen wie vorher, sondern die Dinge neu und anders zu machen. Hm. Und das ist ja das Thema, über das wir jetzt auch sprechen, am Beispiel Wasser. Ne? Ja. Im Grunde, wenn ich dir zuhöre, müsste man sagen, das Wissen ist jetzt da. Ja. Ja? Also wir sind jetzt nicht mehr in einem Zustand wie in den 60er, 70er. Wir haben keine Ausrede mehr. Ja. So, ja. Das Wissen ist da. Woran hängt es noch? Warum passiert immer noch so viel Falsches und so viel Gutes nicht? Und wenn ich ergänzen darf, welche Rolle spielt das, wir machen das dann nacheinander, aber welche Rolle spielt das Bewusstsein dabei? Welche Rolle spielt die Politik? Welche Rolle spielt die Wirtschaft? Welche Rolle spielt das Geld? Welche Rolle spielt vielleicht auch die Trägheit der Menschen? Wollen wir da noch ein bisschen drauf schauen, damit wir ein bisschen deutlicher sehen, was können wir, was kann jeder Einzelne auch tun? Also das, da kann ich natürlich auch wirklich nur tasten und nur annähernd meine Beobachtungen schildern. Ob die jetzt wirklich die Wahrheit sind, das weiß ich jetzt, kann ich nur ganz ja. vorsichtig sagen. Aber meine Beobachtung an der Stelle ist die, und ich bin eigentlich aus meiner Erfahrung von Projekten, die funktioniert haben, eigentlich auch geleitet zu sagen, das ist wirklich so. Es braucht immer zwei Bewegungen. Es braucht eine Bottom-up und eine Top-down-Bewegung. Ja. Also ich glaube, dass die Menschheit delegieren muss. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass von staatlicher Seite oder von Reglementierungen, die wir mhm. als Gesellschaft uns geben, wir viel klarere und viel deutlichere Regelwerke uns geben müssen. Mhm. Ja, also das ist ein Beispiel im sagen? Energiesektor, ja. Ja, also Energieverbrauch, Mobilität. Ja. Es ist ein Unding, wie wir unsere Verkehrssysteme zum Beispiel von öffentlichen Verkehrsmitteln oder von Zügen benachteiligen und wie wir den Individualverkehr mit Verbrennungsautos immer noch fördern. Und du kennst es als ja. Politiker, du weißt, wie das ist. Meistens fördern wir ehrlich gesagt den Flugverkehr. Flugverkehr, das ist der Einzige, natürlich. Der steuerbefreit ist. Klar, verrückt, ja. verrückt, verrückt. Ja. Ja. Also das sind so Sachen, wo einfach völlig verkehrt ist. Und beim Wasser ist es eigentlich auch so. Ja. Beim Wasser haben wir, da geht es ja jetzt zum Beispiel, in der Schweiz wird abgestimmt in den zwei ja. Volksinitiativen, ja. dass... Also, es muss man wirklich mal sagen, ich
bin ja Doppelstaatsbürger, ich bin auch Schweizer. Ah. Ich werde auch abstimmen. Und ich weiß auch, wofür und wo dagegen ich abstimme. Ich finde es eigentlich eine Blamage, dass Verbände hier in der Schweiz, die biologischen Landbau machen, also BioSwiss zum Beispiel, ja, diese Initiative zum Schutz des Wassers eigentlich ablehnen, mit Gründen, dass man sozusagen da nicht ganz mitgehen kann und dass manche nicht nachkommen und so. Ich finde, wir müssen viel radikaler sein. Ja. Wir haben keine Zeit mehr für irgendwelche Denkeleien. Ja. Und das ist natürlich auch in ganz vielen Dingen. Wir unterstützen mit Geldern die falsche Landwirtschaft. Ja. Wir subventionieren Fleischanbau oder müssen viel mehr in Richtung vegetarisch gehen. Ja. Und das ist auch ein Wasserthema. Ja. Also wie viel Wasser wir verbrauchen, um Rindfleisch zu erzeugen oder Schweinefleisch, also das virtuelle Wasser, was jeder Schweizer auch im Ausland vergeudet an Wasser, nicht hier in der Schweiz, im Wasserschloss, sondern außerhalb, um unsere Nahrungsmittel in der Schweiz oder in Deutschland zu haben, das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Ja. Also das merkt man, das ist sozusagen von top down, da müssen wir viel radikaler sein und ich weiß es nicht, aber ich denke, wir müssen auch in der Gesellschaft den Mut haben, von unseren Politikern mehr zu fordern und auch dahinter stehen. Ja. Das ist ja ein großes Problem, dass auch durch die Medien zum Teil immer nur eine kleine Elite viel fordert und der Rest eigentlich egoistisch Bequemlichkeit hat und sich nicht auf die Reise macht. Und ich glaube, das geht in die Sackgasse. Ja. Und das andere ist natürlich bottom-up. Ich glaube, dass die Zeit reif ist. Ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, junge Menschen, zum Beispiel Menschen in meiner Stadt, mit denen ich spreche. Ich bin Stadtrat in meiner Stadt. Ich merke so ein bisschen als kleiner Kommunalpolitiker, wie viele Leute bereit wären, viel mehr zu machen, wenn man sie stärker fordern würde oder wenn man ihnen mehr Möglichkeiten gibt. Ja. Und ich glaube, das ist ein soziales Problem und ein politisches Problem, wo wir viel schneller sein könnten mit unseren Entscheidungen und gerade zum Thema Wasser. Es ist ein bisschen immer auch eine Frage, woran wende ich mich in den Menschen? Ja. Das klingt jetzt merkwürdig, vielleicht dieser Gedanke, aber also was mir immer auffällt, du hast jetzt aus der Schweiz das Beispiel gebraucht, man kann es in Deutschland, aber in Frankreich, man kann es überall ähnlich sehen, dass, nehmen wir mal im Bereich Landwirtschaft, die ja eigentlich nah am Wasser sind und an den Pflanzen und den Lebensvorgängen, den Tieren, dass die eigentlich in diesem Bereich die Verbände der Landwirte überwiegend die sind, die am meisten jede sinnvolle Veränderung blockieren, weil sie Besitzstände verteidigen wollen, die sie aus der Vergangenheit haben, die aber auf Kosten der jüngeren Vergangenheit, die aber auf Kosten der Umwelt des Ganzen gehen, die also langfristig den Ast absägen, auf dem die ganze Menschheit sitzt, aber man möchte gerne noch weiter sägen, weil man im Moment noch davon profitiert. Ja. Mir rätselhaft, dass Landwirte und Verbände so eine Haltung einnehmen, aber immer öfter habe ich das Gefühl, müssen wir nicht vielleicht gerade die Unzuständigen entscheiden lassen. Das klingt merkwürdig, aber mein Eindruck ist, weißt du, wenn du den Atomkraftbetreiber abstimmen lassen willst, ob es Atomkraftwerke gibt oder nicht, dann hat er ein unmittelbar materielles Interesse, dass es so weitergeht, wie er das möchte. Aber wenn du die Menschen insgesamt fragst, ob sie das wollen, dann wirst du vielleicht eine andere Antwort bekommen. Ja. Und wäre das nicht ein Schlüssel auch für den Bereich der Politik, dass wir uns lösen von diesem ganz stark auf Interessenvertretung gebauten Politikbegriff, auch auf Lobbyismus gebauten Politikbegriff, hin vielmehr dazu, dass wir diese Fragen, wie die Fragen nach dem Wasser, dem Umgang mit dem Wasser, mit Pestiziden, mit dem Klima, dass wir die sozusagen zum Gegenstand eines öffentlichen Gespräches machen. Ja. Und dass am Ende die Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihres Bürgerseins, ihres Menschseins entscheiden und nicht als Vertreter eines bestimmten materiellen Interesses. Ja, das ist absolut richtig. Beim Wasser ja ein wunderbares Beispiel. Wir haben mal darüber gesprochen, über dieses große Problem, dass die Experten in die Privatisierung gehen, tendenziell. Ja.
Gutes Beispiel ist die Bodensee-Trinkwasserversorgung, ja, die nach 2000 über das Cross-Border-Leasing an ein amerikanisches Konsortium verleased wurde, also verkauft wurde im Prinzip. Und es war ein Riesenaufstand der Bevölkerung und vor allem durch Druck der amerikanischen Regierung, die gesagt hat, das ist ein Steuerhinterziehungsmodell, das wir nicht mehr stützen. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Wurde das wieder rückabgewickelt und es ja, kam wieder in die Allgemeinheit. Ja. Ja. Wenn man die Bevölkerung gefragt hätte, hätte keiner oder hätte keine Mehrheit ja, diesen völligen Blödsinn ja, zugestimmt. Ja. Aber die Lobby und die Expertengruppe, ja, übrigens auch viele, viele Städte und viele Gemeinderäte ja, in der großen, großen Mehrzahl, haben ja, die völlig falsche ja, Entscheidung getroffen. Das gilt ja für alle diese Verträge, ja, Cross-Border Leasing und so weiter. Und das ja, Typische daran ist eben, dass eine kleine Gruppe sich bereichert auf Kosten des Ganzen. Ja. Ja, auch diese Steuerersparnisse, die dabei erzielt worden sind, ist ja schlicht und einfach ein Berauben der Gemeinschaft. Ja. Zugunsten ja, des Profits weniger. Ja. Dass das noch bis vor kurzem so möglich war, ist tatsächlich haarsträubend. Aber mir scheint, das ist genau diese Veränderung, die jetzt ansteht. Dass ja, wir wegkommen müssen von diesem In-Interessen-Denken und hin dazu, dass wir eigentlich wie das Gefäß werden für das, was die Welt als Interesse hat. Das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber ich glaube, hängt vielleicht ein bisschen auch wassertypisch gesprochen sozusagen, mhm, dass wir eigentlich lernen müssen, wie soll man sagen, den Gesamtzusammenhang in unser Bewusstsein aufzunehmen, um überhaupt noch fähig zu sein, im Gesamtkontext denken und handeln zu können. Ich würde an der Stelle gerne dich noch fragen, Herbert, welche Rolle spielt die Anthroposophie in deinem und für dein Arbeiten? Mhm. Das kann ich dir sehr klar sagen. Für mich ist die anthroposophische Arbeit, also auch mein Hintergrund, ich bin ja Waldorfschüler, musste allerdings meine Waldorfschule immer sehr verteidigen, weil ich eine Mutter hatte, die völlig dagegen war. Aber für mich hat es eine große Rolle gespielt und spielt es auch noch. Ja. Wobei ich sicher nicht jemand bin, der so in dieses klassische Klischee eines Anthroposophen im Sinne der sozusagen Zweigarbeit regelmäßig macht, bestimmte in bestimmten Weise sich verhält, eine bestimmte Sprache hat oder so, da passe ich nicht rein. Da tue ich mich auch schwer damit. Also ich versuche die Ideen der Anthroposophie und das, was ich in meinem Leben auch selber gelernt habe ja, oder auch mitbekommen habe, auf die Welt anzuwenden und auf die Mitmenschen anzuwenden, die ich treffe, mit denen ich zu tun ja, habe. Und ich versuche, deren Sprache zu sprechen. Ja. Also ich merke genau, wenn ich mich falsch ausdrücke oder eine Sprache spreche, die ich vielleicht in manchen Kreisen gewohnt bin, dann kriege ich nur ein Ghetto von Menschen und kann mich nicht so ausdrücken, ja, dass mich Leute ernst nehmen. Ja. Also ich muss ja viel öffentliche Vorträge halten und ich würde sagen, viele merken schon, dass der irgendwie einen anderen Hintergrund hat, der hat irgendwie andere Gedanken und so, aber die meisten stecken mich jetzt nicht in irgendeine Schublade ja, und da bin ich auch ganz froh. Wobei die engsten Freunde wissen das natürlich, ja, oder viele, und sagen dann, du bist doch der Anthroposoph oder so. Und dann ja, sage ich, sei vorsichtig. Ja. Und für mich sind viele Ansätze und Gedanken und Hinweise, die Steiner in seiner Arbeit gegeben hat, zum Thema ganzer Lebensvorgänge, zum Thema soziale Dreigliederung, zum Thema Menschenbild, zum Thema Wirtschaftskreisläufe oder Wirtschaftsfragen. Ja. Ich hatte einen wunderbaren Lehrer, Lothar Vogel, dreigliedriger Mensch. Ja. Ja. Ich hatte Heinz Häusler als Lehrer. Ich hatte wunderbare Lehrer, die mir ja, viel, viel beigebracht haben. Ja. Und es waren oft nicht unbedingt die Theorien aus der Anthroposophie, sondern bestimmte Schlüsselerlebnisse, wie, sage ich mal, in einer Krise oder in einem Problempunkt
eine völlig neue Wendung, eine völlig neue Wendung entstanden ist durch einen Gedanken, den andere so nicht denken. Ja. Und das ist das, was mich an der Anthroposophie fasziniert. Ja. Ja. Und das ist meine Lebensmaxime, dass ich solche Momente auch immer als unglaublich wertvoll aufnehme. Das ist ja auch, was du in deinem Leben eigentlich praktiziert hast. Und heute bist du jemand, der für viele andere solch ein Lehrer ist, von dem man lernen kann, wie man das macht. Herbert Dreiseitel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, danke für die Einladung.